Tesla. Yeah, hit it lick, make a band. Yeah, that's what I'm all about. I ain't trust a middleman, had to cash it all out. Hey, gangsta, had to let the dogs out. Strapped in, blast off, yeah, I'm finna ball out. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark Overhaul X. Hier geht es heute wieder los und wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich mache, würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn ihr positive Werte, Leute, das wäre super, super lieb von euch und hilft mir sehr weiter. Und wenn ihr abonnieren wollt, Leute, das wäre noch viel lieber von euch. So, auf jeden Fall, erstmal, wow, was ist das? Okay, auf jeden Fall, ganz lieben Dank für den ganzen Support auf den letzten Folgen. Vor allem, letzte Folge war wieder super, super krass, super viele geliked, super viele kommentiert. Vielen lieben Dank dafür. Ich muss zugeben, ich habe vergessen, da Dinos zu benennen. Das muss ich unbedingt nächste Folge nachholen, da habe ich jetzt schlechtes Gewissen, dass ich das vergessen habe, aber machen wir. Dann wollte ich doch kurz sagen, warum 2 Tage Folgen ausgefallen sind. Nämlich hat sich mein PC angehört wie ein Helikopter und von daher musste ich da was dran machen und daher haben wir meinen PC auseinandergebaut und wieder zusammengebaut und jetzt sollte eigentlich alles wieder klappen, aber deshalb habe ich ja 2 Tage ausgesetzt, sodass ihr Bescheid wisst, woran das lag. Das hatte leichte technische Probleme. Dann habe ich ein bisschen was gemacht, nämlich gerade gestreamt 2 Stunden und da ist ziemlich viel passiert. Erstens haben wir den Peter Doran verloren. Falls ich die Sachen aus dem Stream finde, dann werde ich die einblenden, wie das Ganze passiert ist. Oh, was ist das? Mama, nein. Auf jeden Fall kam da ein Deathwurm und der hat mich totgeschossen. Direkt One-Shot, war ich direkt weg. War nice. Dann haben wir einen Manticore gekillt und das auf sehr komische Art und Weise, aber da habe ich nichts super cooles von bekommen, da habe ich auch kein Ei von bekommen oder so, irgendwie war da kein Ei im Nest, von daher ist das jetzt auch nicht so atemberaubend. Cool. Ah. Okay. Ich habe Angst. Komm hier rein. Warum verliert der Akku? Verliert der Akku? Ne, der verliert keine Akku, der hat noch Bock. Er ist drin. Mir egal, ob ich drauf gehe. Bruder, du bist so eingesperrt. Der ist komplett stuck. Heute ist ein großartiger Tag, Leute. Aber ja, das wollte ich kurz erzählt haben, was hier passiert ist. Dann haben wir noch ein Shiny Pteranodon gezähmt, weil sich das gerade so ergeben hat, weil der bei mir in der Nähe gespawnt ist. Und irgendwie ist er gar nicht so shiny und irgendwie kann der auch nichts super Spezielles. Von daher ist das jetzt auch nicht, ist das jetzt auch nicht so nice, aber das ist der auf jeden Fall. Und wenn man da drauf sitzt, hat er so ein Shiny-Dings oben in der Ecke, was nichts sagt, außer dass der Dino shiny ist. Und der macht auch nichts Cooles. Der ist nur relativ schnell. Also ich habe noch nicht viel Movement Speed geskillt und dafür ist er relativ schnell. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt, was passiert ist. Ich habe hier noch ein Item Collector aufgestellt, damit der Eier sammelt, damit ich eine Hatchery machen kann. Nämlich habe ich hier drin alle Dodos auf Dauerpaaren und ich habe aus Versehen auch schon ein Baby bekommen. Der wächst geradeaus. Und das ist ein Männchen. Natürlich ist das ein Männchen. Weibchen wäre auch nicht viel schöner gewesen. So, jetzt kann es aber losgehen, Leute. So, Leute, wir sind jetzt gerade hier und das hat einen Grund. Nämlich habe ich hier im Stream ein Omega Rockdrake Eye-Nest gesehen. Von daher, ich weiß nicht, ob man das so klauen kann, ohne gegen den Rockdrake gekämpft zu haben. Aber das werden wir jetzt testen. Das machen wir ganz fix zusammen. Ich glaube, ich stelle hier eben Teleporter auf. Ich glaube, das wäre ganz smart, weil ich sehe mich jetzt schon wieder tot. Und vielleicht müssen wir hier nochmal her. Von daher, Teleporter steht schon mal. So, und dann machen wir einmal Rockdrake Eye oder so. Rockdrake Eye. Zack. Und dann sollte das hoffentlich hier irgendwo sein. Und falls ihr euch wundert, warum ich so ein komisches Crosshair in der Mitte habe, mir wurde gesagt, dass man mit Alt und S das Crosshair von seinem Spyglass ändern kann, was ich vorher auch nicht wusste. Guckt euch das an. Hier kann man einfach alles einstellen, wie man das Crosshair haben will. Man kann auch so eine Linie haben oder was weiß ich was. Man kann angeblich auch ein Herz haben, aber irgendwie stimmt das nicht so ganz, weil da kommt einfach ein Viereck, aber auf jeden Fall gibt es hier noch so Totenkopf und sowas alles. Also man kann richtig viele coole Crosshairs haben, das habe ich vorher auch nicht gewusst, aber jetzt wisst ihr es, Leute, falls ihr es noch nicht wusstet. So, ich hoffe, wir finden das Nest wieder, weil das war, ja, da vorne ist es ja. Ich weiß ja nicht, wo der Rockdrake ist, der ist wahrscheinlich irgendwo unsichtbar und ich hoffe, wir können einfach das Ei einsacken und sind glücklich. Oh, ist das ein Babybär? Oh, wie süß ist der denn? Wir müssen aber weiter. Nest. Oh, da liegt das Ei schon, da liegt das Ei schon. Komm ich hier hoch? Ja. Wir haben Ei. Wir haben Ei. Mir jetzt egal, ob ich drauf gehe. Dann kann ich mir doch den Babybär noch angucken. Was zum Teufel? Das war ja super easy. Hey, Babybär, du bist ja voll süß. Du bist richtig süß. Wo ist der Rockdrake? Wenn ich nicht von dem Rockdrake angegriffen, konnte ich einfach ein Ei klauen. Das war super easy. Okay, Leute, mir ist gerade das Dümmste passiert, was mir jemals passiert ist. Mir ist gerade das Dümmste passiert, was mir jemals passiert ist. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sagen würde. Ich habe mich so über mein Rockdrake-Ei gefreut und ich dachte,
Ich pack das in der Hatchery, damit das ein bisschen schneller brütet. Und ich habe die Hatchery gecraftet. Und für die Hatchery braucht man 20 Eier. Und ich hatte 20 Eier im Inventar. Was ich aber nicht wusste, ist, dass mein Rocktrack-Ei zu den 20 Eiern gehört. Und ich habe die Hatchery gebaut aus meinem Rocktrack-Ei. Ich bin auf einer anderen Ebene traurig. Ich bin so traurig. Oh mein Gott, wie kann mir sowas wieder passieren? Aber wir haben unser Wyvern-Ei noch, oder? Ja, wir haben unser Wyvern-Ei noch. Ah. Ach man, ich guck gerade so, wo ist mein Ei? Wo ist mein Ei? Oder? Es ist wirklich weg, oder? Ja, okay, ich habe jetzt F. Ja, es ist weg. Ach komm, ey, wie kann mir sowas immer passieren, ey? Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, ich fliege mal in die Wüste, weil ich dachte, vielleicht finde ich hier ein neues Rocktrack-Ei. Weil ich konnte euch das einfach eigentlich nicht antun, dass ich einfach mein eigenes Rocktrack-Ei verbaue für eine Hatchery. Und ich muss sagen, die Wüste ist, glaube ich, der... Oh, ist das ein Rocktrack? Das ist ein Omega Rocktrack. Da fällt noch einer vom Himmel. Warum fallen die überall Rocktracks vom Himmel? Das ist doch ein Zeichen. Oh mein Gott, ist das ein Zeichen? Finden wir hier ein Nest? Ich gucke hier auf jeden Fall schon eine halbe Ewigkeit nach dem Nest. Und ich muss sagen, das ist der schlimmste Ort, wo ich jemals war. Hier sind überall so krass böse Sachen, aber so krass böse Sachen, dass ich mich eigentlich gar nicht traue, hier rumzufliegen. Und ich sehe auch schon, wie das gleich wieder irgendwie schief geht. Oh nein, hier ist auch überall was, aber ich sehe auch noch kein Nest wieder. Das ist so das, was mich so ein bisschen... Oh mein Gott, guckt euch das an, das ist der schlimmste Ort, wo man sein kann, glaube ich. Was zum Teufel? Was ist das? Warum fliegen hier so Sachen rum? Warum fallen die jetzt runter? Was? Oh, weil... Okay. Das war's mit meinem Shiny Petadonon übrigens. Was ist das schwer für eine Folge? Was ist das für eine Folge? Ja, hier zumindest lassen wir das Ei schlüpfen. Yay! Apex Poison Wyvern, ein schlechtes Level. Freue mich, dass du da bist. Hier. Okay, ich habe gerade beim Rumfliegen ein Nest entdeckt und ich hoffe, dass das ein Rockdrake-Nest ist, weil ich habe da gerade einen Rockdrake rumrennen sehen. Von daher wünsche ich mir Glück, dass ich da überhaupt lebend hinkomme. Ich glaube nicht, aber wir werden es versuchen, weil hier sind so viele böse Sachen. Da vorne ist ein Rockdrake und da irgendwo war das Nest. Irgendwo da? Oh, da ist ein Affe. Oh nein. Warum muss denn heute alles schief gehen? Warum? Oh, der Karl wird so aggro. Da hinten ist das Nest. Ich sehe das Nest. Ich ziehe einfach durch. Ich ziehe komplett durch, okay. Der Affe ist ziemlich schnell. Ey, das war der Affe, der mich vorhin gekillt hat. Der ist auch ein Snowball. Das war ein Affe? Ich wollte nämlich schon sagen, lass da noch mal hingehen. Ich will wissen, was mich gekillt hat. Aber weiß ich, was mich gekillt hat. Das war ein Affe. Hey Leute, bin back. Das sieht nicht wie ein Ort aus, wo ich sein sollte, glaube ich. Wünscht mir Glück. Bitte kein Riesenaffe, der mir einen Schneeball an den Kopf wirft. Das ist Nest, das ist der Rockdrake. Ich habe übrigens keine Rüstung an. Und ich dachte mir nämlich so, wenn ich einen Schlag abbekomme, bin ich eh hops. Von daher, warum fliegt das Nest? Das könnte mich zerstören. Warum fliegt das Nest? Warum? Das ist so böse. Oh, da kommt der Rockdrake. Das ist so unfair. Warum fliegt das Nest? Soll ich direkt ins Nest reinfliegen? Oder ist mein Petanodon wieder tot? Eigentlich sollte dieses Rockdrake-Ei klauen nur so eine ganz kleine Nebenmission sein. Ganz am Anfang der Folge, die ich innerhalb von 10 Sekunden gemacht habe. Was ist? Jetzt sitze ich hier und wir versuchen das jetzt das 10. Mal. So gefühlt. Und ich werde es auch wieder versuchen. Und ich werde da jetzt auch reinfliegen. Und wenn der Petanodon drauf geht, dann geht er drauf. Dann ist das so. Aber der ist eh kacke. Wenn wir mal ehrlich zu uns sind, der ist eh kacke. Der ist nur Level 100 irgendwas gewesen. Aber ich glaube, das Rocktrack-Ei ist auch viel schlechter als das, was wir vorher hatten. Und der Drache, der haut da einfach allen einen auf den Latz. Was ist denn mit dem Drachen? So, sind wir gerade so halbwegs entspannt unterwegs? Sieht gut aus, oder? Okay, 3, 2, 1, go! Land. Ei, nein! Das war's mit mir, das war's mit mir. Und ich komme auch nicht wieder hoch. Ich müsste mal... Oh. Oh. Oh! Ich kann das nicht mehr. Eine Ewigkeit später. Hey Leute, gefühlte 10.000 Versuche später bin ich hier und ich kann euch zeigen, was ich habe. Nämlich ein Rocktrack-Ei. Ich dachte, ich nehme jetzt nicht die ganze Zeit auf, wie ich da immer wieder ins Nest renne und immer wieder sterbe. Ich habe es aber am Ende bekommen. Nämlich
Grappling Hook habe ich mir gemacht, habe mich da reingegrappelt und ich habe einen Teleporter ziemlich in die Nähe von dem Nest gestellt, dass ich mich da immer wieder hinporten konnte. Und am Ende hat es dann irgendwann geklappt, seht ihr hier, untere Drachenschlucht habe ich einen Teleporter, immer wieder hingeportet, immer wieder reingegrappelt, irgendwann habe ich das Ei bekommen, 440, ich bin zufrieden. Können wir erstmal so nehmen, der will spazieren gehen, können wir machen. Und dann lege ich gleich das Ei hin, so, zack, du bist wahrscheinlich dann auch direkt fertig geprägt. Wie weit willst du noch spazieren gehen, hä? Baby, was hast du bitte noch für Wünsche? Ja, ist gut, dann laufen wir schon mal wieder. Ah, da, nice. Prägung 100%, easy peasy. So, Rock Trade legen wir jetzt auch hin. Wir haben es bekommen. Wir haben es irgendwann bekommen. Diese Mod, die stresst mich ab und zu so unnormal, dass ich dachte, das geht einfach nicht, ey. So, zack. So, und dann können wir hoffentlich... Oh, wie schnell der geschlüpft ist. Dann können wir hoffentlich ein Pikmi erzählen. Endlich mal. Das wäre ja auch ganz nice. So, komm her. Baby Apex Rock Drake. Leute, wir hätten 800er haben können oder so. Ich glaube, das erste Ei war irgendwas mit 800. Und jetzt haben wir 440er. Und wir sind auch mit dem zufrieden, okay? Wir geben uns auch mit dem kleinen Ding zufrieden. Und der ist süß. So, Leute, da sind wir wieder. Und jetzt gehen wir zur eigentlichen Mission, die wir vorhatten. Nämlich unser Duidicorus Pikmi Dingsbums endlich mal zähmen. So. Diesmal geht es hoffentlich nicht schief. Ich habe 3 Stück dabei. Ich kann, glaube ich, sogar noch mehr machen. Wenn ja, dann gehe ich nach Hause und mache noch mehr. So, was ist das? Was hat der Dodo für eine Mission? Apex Tom Dodo? Okay. Der Dodo hatte richtig Bock. Gibt es von dem irgendwas Cooles? Alpha Tom Dodo Brains und irgendwie andere komische Kacke. Okay, nice. Das war jetzt mehr random. So, wo ist unser Duidicorus hin? Ah, da. So. Kibbel ganz nach oben, diese komischen, wo sind sie? Diese Bonbons. Und diese Sachen hier, das habe ich doch gar nicht erzählt. Diese Fleischdinger, die habe ich bekommen von einem Apex Rex. Ich habe einen Apex Rex gekillt, was super, super easy war. Und davon habe ich solche Sachen bekommen. Ich hätte das schon viel früher mal machen sollen vielleicht. Dann hätte ich vielleicht auch schon früher coole Sachen gehabt. So, Mr. Pikmi Sir, hier bitte nehmen Sie, warum rennt er nicht weg? Ah, nicht alle, nicht alle. Gib mir welche zurück. Okay, ich habe noch welche zurückgenommen. Ich weiß nämlich nicht, ob das gut ist, wenn der die alle da drin hat. Nicht, dass er die alle auf einmal isst. Failed. Okay. Nearby Prime. Was ist das denn? Okay, ich habe schon irgendwas in den Kommentaren gelesen, wo ich übrigens noch mal was zu sagen will. Nämlich, ich werde die ganze Zeit gespoilert zu der Mod. Jeder schreibt was in die Kommentare, was ich machen soll und was ich entwickeln kann und was ich hier machen soll und da machen soll. Bitte Leute, unterlasst das. Sonst muss ich die Leute bannen, die das machen. Weil ich spiele die Mod mit Absicht, ohne mir irgendein Video angeguckt zu haben, ohne irgendwelche Infos mir angeguckt zu haben, weil ich daran Spaß haben möchte und auch gerne solche Fail-Sachen dazwischen habe. Wenn ich was nicht hinbekomme, dann ist das nicht so schlimm. Also ich kann ruhig reinscheißen, das juckt mich nicht. Ich habe da Spaß dran, so. Und, ich habe schon so viel wieder gelesen und da hat nämlich auch jemand in die Kommentare geschrieben, irgendwie da gibt es eine 10% Spawn-Chance, wenn das irgendwie failt, dass da irgendwelche Monster spawnen oder sowas und die einen dann killen. Und deshalb bin ich das eine Mal auch an diesen Affen-Minions draufgegangen, glaube ich. Die sind dann auch danach gekommen. Von daher, das wird das jetzt gerade gewesen sein. Ich laufe da mal fix wieder hin und dann machen wir Runde 2 und ich hoffe, dann läuft es besser. Ja, auf jeden Fall, daran sind wir wahrscheinlich gerade gestorben. Hallo, Mr. Spinne, Sir, könnte ich Sie ganz schnell einmal töten? Okay, das hat nicht so gut geklappt. Hallo? Hey, da... Okay, da ist, die hätten wir schon mal. Wo ist der Bär? Ich habe Angst vor diesem Bären. Okay, das bist du nur. Wo ist der Duidicorus? Ich muss mich auf jeden Fall weit genug. Ah, da ist der. Okay, der lebt noch. Das ist schon mal gut. So. Hallo. Nein, warum ist das hier unten? Ah, da. Okay, easy. So, ich gehe wieder ein bisschen von dem weg, weil falls wieder irgendwas spawnen sollte, dann ist das so. Dann killt er zumindest den Duidicorus nicht. Irgendwann muss ja doch mal unser... Failed. Ist hier irgendwas? Sieht alles cool aus? Okay, nächster Versuch. Wie viel braucht man da denn? Warum bin ich einfach nur heftig unlucky? Oh nein, nein, nein. Oh, verdammt, ey, ich habe nur noch diesen Bonbon nicht wieder nach oben gepackt. So, mache ich jetzt aber fix. Ach, so, neuer Versuch. Komm her. Lass dich füttern, Brudi. So. Wieder ein bisschen weggehen. Warum mache ich irgendwas falsch? Bitte nicht failen, bitte nicht failen, bitte nicht failen, bitte nicht failen. Failed? Warum denn? Ja, wir brauchen noch mehr, schade. Dieser Moment, wenn du ein bisschen weiter rumläufst und eine Mega Reaper Queen siehst, die auf dich zuläuft, die ziemlich auffällig auf dich zuläuft, okay, die nicht weiter auf dich zuläuft.
Und diesen Passive Tame angeblich mit Agentavis Kibbeln? Ich glaube nicht, dass das ein Passive Tame ist. Ich glaube, ich werde gleich absolut sterben. Aber Leute, wir sind es gewohnt zu sterben, okay? Wir kennen es nicht anders. Von daher, Passive Tame Zeit. Wuhu! Alter, wenn wir Mega Reaper einfach Passive Tame könnten, wäre ja mal absolut crazy. Ich weiß nicht mal, was Mega Reaper sind. Bis jetzt haben wir eine entspannte Beziehung zueinander, würde ich sagen. Huh. Okay, nicht mehr. Ich mag das nicht. Okay, aber das ist kein Passive... Was ist das Passive Tape? Ich habe keine Ahnung. Aber nicht so. Also irgendwie anders vielleicht. Ich weiß es nicht. Will nicht mehr. Oh mein Gott, ist der am Blitzen. Komm doch ins Wasser, komm doch ins Wasser, komm doch ins Wasser, komm doch. Oh nein. Hey, wie cool, dass wir diesen Dodo gerade gekillt haben. Der will nämlich einfach dieses Zombie-Brain haben. Was ist das bitte für ein Zufall? Wir haben den gerade zufällig gekillt, weil er uns fast überrannt hätte. Und jetzt haben wir genau das, was unser Rockdrake zum Dingsen braucht. Zum Imprinten braucht. Wie nice. Ich glaube, ich habe jetzt rausgefunden, was der Pygmy beschworen hat. Ja, und der wirft Riesen... Oh, wow. Wow, okay, das ist irgendwie so ein Affen-Vanguard-Boss-Lord, nicht zähmbar und böse. Ziemlich böse. Okay, warum ist er jetzt schon aggro? Was zum Teufel? Ich bin ein Lampugestart! Lass mich doch in Ruhe, aber was ich dahinter gesehen habe, ist ein Nest. Habt ihr das gesehen? Ich will fast wieder dahin. Ist das Weibchen? Oh mein Gott, wir brauchen Weibchen Apex-Todos. Bruder, du hast andere Richtung geguckt. Der hat andere Richtung geguckt. Der hat andere Richtung geguckt. Okay. Okay. Okay, hab die Mission geändert für heute. Diesen Pygmy, den kriege ich glaube ich nicht mehr, weil ich muss noch 40 Minuten warten, bis meine Dodos wieder ein Ei legen und die weiblichen Dodos, die verstecken sich alle vor mir. Außer der eine, der bei diesem komischen Affen ist, der riesen Kothaufen wirft und der mich damit mit einem Schlag tötet. Von daher klaue ich jetzt noch dieses Ei. Das ist so mein Ziel jetzt. Das müsste eigentlich hier irgendwo sein. Ich habe den Affen zumindest gerade am Strand gesehen, von daher dürfen wir eigentlich nicht so super weit weg sein. Ich hoffe, dass der Affe nicht gleich schon wieder angerannt kommt. Ich kann das nicht mehr ertragen. Alter, diese... Oh! Mann, warum ist das denn auch wieder so hoch? Jip. Kann ich nicht aufheben. Oh doch, ich hab's aufgehoben. Easy. Kommt irgendwas Böses? Nein. Entspannt. Leute, absolut entspannt. Dinge passieren. Und ich bin nicht gestorben. Also bis jetzt nicht. Ich bleib hier stehen. Du hast mich nicht getroffen, Bruder. Hast du gedacht? Niemals. Lol, ich wollte meinem Leben schon ein Ende setzen. Aber nicht diesmal. Oh, vielleicht soll ich dir nicht zu Base loggen. Das ist ganz schön gemein. Wir sind heile wieder zu Hause angekommen. Ich kann es gar nicht glauben. Ist das nicht wundervoll? War das ein gutes Ei? Ich glaube, das war kein gutes Ei. Ich glaube, wir haben wieder nur Scheiße bekommen. Oh, so. Der Affe ist, glaube ich, nicht mehr hinter mir her. Ich hoffe es zumindest. Hier, das Ei legen wir hier hin. Dann geht das gleich von selber in die Hatchery. Die teuerste Hatchery, die je jemand gebaut hat, mit einem befruchteten Level 800 Rockdrake-Ei. Hier, mach deine Arbeit bitte. Ich kann es nicht glauben. Alter, war das eine crazy Folge. Alter, die hat mich so viel Nerven gekostet. Da war ich echt mal kurz davor, komplett zu verzweifeln. Vor allem da, wo ich dieses Rockdrake-Ei holen wollte, da war ich teilweise dabei. Da dachte ich so, nee, jetzt gebe ich es komplett auf, vergiss es. Morgen kommt die Folge erst. Nein, wir haben nicht aufgegeben, wir haben durchgezogen, wir haben Rockdrake bekommen. Wir haben unsere Poison-Wyvern gebrütet. Wir brüten nächste Folge dann das andere Ei aus, was jetzt hoffentlich mittlerweile in der Hatchery ist. Ja, ist es mittlerweile. Wird wahrscheinlich auch nichts Großartiges sein, aber ausgebrütet ist ausgebrütet. Und dann würde ich sagen, Leute, das war's für diese Folge. Morgen geht dieses ganze Chaos weiter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Das wäre super lieb von euch. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder mit genauso vielen Fails wie diese Folge. Ich wünsche euch noch einen ganz, 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 ganz schönen Tag und tschüssi.